Hallo Freunde der schlechten Unterhaltung, herzlich willkommen zu diesem Video. Hallo. Hallo Leute, ich bin heute mit meiner Mama hier, denn wir werden heute meine Mutti schminken. Ich möchte kurz vorher sagen, das ist kein Tutorial laut Anleitung, wie schminke ich meine Mutti, sondern ich schminke meine Mutti. Das soll jetzt hier nicht irgendwie heißen, dass ich es kann, sondern einfach, dass ich es machen will. Ich würde sagen, wir fangen sofort an. Ich zoome euch mal noch ein bisschen rein. Bums hier auch aufnehmen. Von Balea das Aquaserum. Und die Mutti hat sich schon vor einer Weile eingecremt. Ne? Wie lange ist das jetzt her? Anderthalb Stunden. Ja, nee, die Haut ist eigentlich noch gut. Aber hier oben an der Stirn bist du sehr trocken. Trockenen Hautstellen ist es halt echt immer gefährlich, dass ich das Make-up, also die Foundation, absetze. Deshalb ist eine Base eigentlich immer gut. Und natürlich die Haut in den Griff zu bekommen mit zum Beispiel einer Peeling oder mit einem Peeling oder einer richtig guten Feuchtigkeitspflege. Ich habe jetzt hier das Make-up von meiner Mutti, die Foundation, das Le Teint Ultra Spaghetti Bolognese von Chanel in der Farbe Lichtschutzfaktor 15. Ich glaube, es war die 03, weil ich habe mich darum gekümmert. Mein Papa hat mich beauftragt zu Weihnachten. Kann ich dir jetzt erzählen, Mutti, lustige Story zu dem Make-up. War gerade mit dem Christoph bei Lidl einkaufen, da bekomme ich eine Nachricht. Könntest du bitte für Mutti ein dezentes Make-up besorgen? Da habe ich erstmal geschrieben, Vater, hast du gesoffen? Also wirklich genau die Wortwahl, dezentes Make-up. Ja. Ich habe mir auf dem Make-up-Sponge, ich glaube, meine, das ist der von Real Techniques, ein bisschen was von der Foundation genommen und noch was von dem Feuchtigkeitsserum, damit das Ganze sich nicht absetzt. Und wir machen auch an den Stellen, wo ja die Haut so ein bisschen problematisch ist, wie jetzt eben an der Stirn, die wenigste Foundation, weil letzten Endes hat meine Mutti ja überhaupt nichts, was man abdecken müsste. Jetzt ein Pumpstoß von der Foundation, die lässt sich gut einarbeiten, muss ich sagen. Mutti, findest du die gut? Ich finde sie sehr gut. Du hattest die ja erst als Probe, ne? Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, suchst du die aus? Freunde der Farbton. Ich würde sagen, da habe ich blind. Ich habe das einfach online bestellt. Ich habe mir Swatches zu der Farbe angeguckt und habe das bestellt, weil ich dachte, das könnte passen. Also Foundation und Farbton, da bin ich der Knall. Da weiß ich, das habe ich im Urin. Und so soll es halt auch sein, dass ihr, also wenn ihr das natürlich möchtet, es gibt auch Leute, die haben damit kein Problem, wenn die das Make-up bis zur Brust verteilen. Aber ich habe da keinen Bock drauf. Und ja, wenn ihr das nicht machen wollt, dann guckt einfach, dass die Farbe ungefähr die Farbe von eurem Hals hat. Also die Foundation-Farbe und dann passt das. Dann mache ich noch eins, mutte ich nochmal die Augen zu. Ich nehme ein Setting-Spray. Boah, bin viel, hä? Komm, bleib wieder ganz. Komm, Geschalte! Arbeite ich dann auch nochmal mit dem Schwamm ein. Es gibt auch immer nochmal so ein bisschen Feuchtigkeit und hilft dabei, die Foundation noch schöner in die Haut einzuarbeiten. Und ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Mutti, dreh mal so ein bisschen dein Gesicht. Kannst du die Augen aufmachen wieder. Und jetzt so ein bisschen hin und her. Genau, dann sieht man auch schon, dass das so ein bisschen glowt. Das Setting Spray ist übrigens von Essence. Das war mal aus einer Limited Edition, meine ich. Glow to Go, das ist richtig gut. Also das hat wirklich richtig Bums. Für eine ölige Haut ist das nichts. Und dann nehmen wir jetzt von Love Cosmetics den Lidschatten Primer. Den hat sich meine Mutti gegönnt, weil sie das bei der Hatice gesehen hat, oder? Mach mal die Augen so. Und ich nehme ja keinen Lidschatten Primer, weil bei mir alles hält. Aber wenn man ein Schlupflid hat, bietet sich das eigentlich immer ganz gut an, finde ich. Fühlst du es? Ich fühle es. Gut. Dann hat sich meine Mutti noch dieses Schätzchen hier gegönnt, und zwar die Naked Heat Petite Heat Palette. Das ist die kleinere Version davon. Ich habe ja die große. Und das sind einmal diese Farben. Hier haben die Namen. Ja, sehr gut. Und dann nehmen wir jetzt erstmal den hellen Farbton. Ich meine den ganz hellen oder den... Ne, wir nehmen den zweithellsten. Wir nehmen diesen hier, um das Ganze zu setten. Einmal die Lidschattenbase. Oh, die ist aber dunkel. Krass, hätte ich nie gedacht. Wir nehmen doch die ganz hellste Farbe. Eigentlich sollte ich es wissen, weil die irgendwie K-Lidschatten sind super pigmentiert.
Und die Palette, Mutti, wie bist du da drauf gekommen? Die hast du bei Douglas gesehen und dann fandest du die schön, ne? Genau. Und die war im Angebot, sagst du, oder hast du 20% einfach so ganz normal darauf gespart? Oder war die extra schon reduziert? Die war extra reduziert. Echt jetzt? Mhm. Da habe ich die genommen, weil die halt nicht so viele Farben hat. Nee, brauchst du nicht. Und vor allen Dingen, du hast auch übelst schöne Farben da drin, die auch total gut zu deinen Augen passen. Sag mal, hast du jetzt deine Kontaktlinsen schon drin, ne? Mhm. Stört dich das da nie? Nee, gar nicht. Wirklich nie? Mhm. Verschiebt die das nie, wenn ich hier so hin und her? Nein. Mal übrigens mit dem Lidschatten machen, mit dem ich mein Lid sette. Ich gehe über die Wimpern auch nochmal drüber, dass da das Fett auch schön runterkommt und dann hält auch die Mascara besser. Und dann könnt ihr das auch ganz gut verhindern, dass euch die Mascara unten so abdruckt, bis ihr so Panda-Augen macht. Nehmen wir jetzt von der Farbe, Möni. Nehmen jetzt mit einem ganz kleinen Blendepinsel diesen Farbton hier auf. Und ich glaube, man sieht es schon, ich habe die Pinsel vorher gewaschen. Was die für einen Bums haben. Und ich finde auch nicht, dass die viel Kickback haben. Also wie gesagt, bei irgendwie Kelly-Chatten schreien sich so die Geister. Manche finden die total cool, andere finden die sind schlecht pigmentiert. Ich finde die top. Und das gebe ich so in die Lidfalte quasi als, und auch ein bisschen höher quasi als Transition Color. Ich finde, die haben halt auch genau die richtige Pigmentierung. Also man kann die halt auch schön aufbauen. Schon mal was probiert, Mutti? Mhm. Und, wie sah es aus? Mhm. Nicht so schön, sagst du? Nee, leider nicht. Aber letzten Endes reicht es ja schon, wenn du einen Lidschatten aufträgst. Du musst ja hier nicht aussehen wie Reber bauen, sondern es reicht dazu, wenn du dir so ein bisschen, weißt du, wenn du dir einen Ton nimmst. Genau, das habe ich auch gemacht. Und den Pinsel, den hast du ja. Schau mal den Pinsel, wo ich die... das Lid gesettet habe vorhin, also mit der hellsten Farbe. Gehe da aber nicht nochmal rein in die hellste Farbe, sondern verblende das einfach schön nach oben und nach außen. Wenn ich dir auch schon weh tue, Mutti, musst du das sagen. Tue ich dir weh? Nein. Oh, geil, ey. Geil! Echt, das ist übelst krass, was das ausmacht. Siehst du was, Jana? Guck dir das jetzt schon mal an. Wir haben jetzt eine Farbe. Guck dir das mal an. Krass, oder? Ja, wie deine Augen rauskommen. Die Farben sind perfekt für dich. Freunde, bei einem Schlupflied ist halt immer so das Problem, dass das komplette Lied, was, also das komplette bewegliche Lied quasi verschwindet. Man sieht es halt nicht. Deshalb heißt es ja auch Schlupflied, weil es quasi in der Augenfalte oder in der Augenhöhle verschwindet. Und deshalb lohnt es da nicht wirklich, eine übelste, wie sagt man, wenn man da eine dunkle Farbe in die Lidfalte, direkt in die Lidfalte setzt, weil es sowieso nicht auffällt, außer wenn man zwinkert. Deshalb finde ich es immer ganz schön bei einem Schlupflied, wie generell viel Mascara, das öffnet das Auge schön. Und was ich noch schön finde ist, wenn man halt aufs komplette bewegliche Lid einen dunklen Ton aufträgt und am besten matte Farben. Das, so habe ich das gelernt und so fand ich es auch bei den Kunden immer schön, wenn man wirklich auf das komplette Auge matte Farben aufträgt. Deshalb ist die Palette wunderbar, weil wenn ihr auf dem Schlupflied noch glitzernde oder glänzende Pigmente bringt, dann fallen auch die Fältchen, die nun mal ein Schlupflied auch hat, viel mehr auf. Ich nehme jetzt die Farbe Heat, das ist dieser Ton hier, für das komplette Lid. Ihr müsst halt sehen, dass ihr beim Schlupflied immer so ein bisschen... zieht. Und was ich mache, ich klopfe das Ganze immer so ein bisschen an. Und blende es dann gleichzeitig schon mit in die Transition Color über. Denkt auch dran, dass ihr immer schön am Wimpernkranz ranarbeitet, dass da nicht irgendwelche Lücken entstehen. Was ich da noch mache, was man generell sehr gut machen kann bei Schlupfliedern, ist,
die obere Lidfalte, den oberen Wimpernkranz und den unteren Wimpernkranz schön betonen. Also sowohl mit Kajalstift, mit Eyeliner und dann richtig schön fett Mascara. Das sieht eigentlich schon richtig geil aus, da braucht ihr gar nicht viel machen. Da wir aber jetzt keinen Kajalstift haben und das hier unten ist übrigens tätowiert, ne? Oder wie? Das ist nochmal die Farbe Heat von eben. Klopft den Pinsel sehr schön aus. Schauen wir nach oben. Und presst die Farbe auch an den unteren Wimpernkranz ran. Ihr wisst, dass ich das bei mir auch total gerne mache. Jetzt hat meine Mama aber nicht so große Augen wie ich. Und deshalb mache ich das noch nicht so weit nach unten. Und verbinde das schön mit oben. Und gucke auch hier, dass ich das nochmal mit der Transition Color so ein bisschen verblende. Oh, okay. Ich habe das ja gelogen. Und so. Jetzt machen wir das gleich auf dem anderen Auge da. Das zeige ich euch dann, wenn es fertig ist. Auf jeden Fall finde ich schon, ich hätte vielleicht erst das eine Auge machen sollen, dann das andere. Jetzt hat meine Mutti natürlich auch eine mega geile Augenfarbe, bevor ihr alle fragt, das sind keine Kontaktlinsen, farbige, ne? Es wird sie nämlich auch oft gefragt, ob das farbige Kontaktlinsen sind. Das andere Auge ist jetzt auch soweit fertig. Mutti guckt gerade nach unten, weil ich jetzt schon angefangen habe, die Wimpern zu tuschen. Mit der Bobbi Brown Mascara, Smoky Eye Mascara nennt die sich. Die habe ich mal als Probe bei einer Douglas-Bestellung dazu bekommen. Die ist nicht schlecht. Aber macht mit meinen Wimpern jetzt nicht sonst was für ein Ergebnis. Aber bei meiner Mutti sehe ich das schon. Da macht die was Besseres. Besser an. Weil das Make-up wahrscheinlich Feuchtigkeit spendet. Mhm. Dann hast du ja noch deine Tagespflege drauf. Dann hast du jetzt noch das Feuchtigkeitsserum. Und dann noch das Spray, weißt du? Mhm. Das ist gut. So schön bleiben. Wenn man ein bisschen rumgeschmiert hat mit der Mascara oder mit was auch immer, bietet sich das immer an, mit einem Wattestäbchen das wegzumachen. Am besten, man lässt das erst antrocknen und was immer viele machen, was jetzt nicht falsch ist, aber ich finde, dadurch macht man sich es halt schwerer, die wischen das weg. Viel besser ist es, wenn man das Wattestäbchen dreht. Also quasi so. Dann geht es viel besser weg und man wischt letzten Endes nur an einer kleineren Stelle und wischt nicht die komplette Foundation wieder weg. Für die Augenbrauen von meiner Mutti, ein Fussel, jeder Düssel hat einen Fussel, Lombagine Shape and Fill Brow Gel in der Farbe 02. Das ist also hier so ein, ihr wisst schon, so wie eine Mini-Mascara. Mutti sagt, sie kommt damit klar. Mir meine Mutti, oha. Du kommst damit klar, sagst du? Mhm. Ich nee. Dann kommst du damit klar. Nee, ich nehme aber sowas auch nicht. Ich nehme ja nur ein klares. Wie lange soll das jetzt eigentlich halten? Na, besorgt hat sie 2 Jahre. Euro. Plus, minus, ne? Ja, kannst du ja nie wissen. Eben. Genau wie mit dem Lidstrich, ne? Ja. Da hat sie gesagt, 2 Jahre. Und bei mir hält es jetzt schon 6 Jahre. Ist es nicht schon länger? Ich dachte 6 Jahre. Das ist Wahnsinn, ey. Würdest du das hast machen lassen? Sehr froh. Und mit dem Lidstrich auch, ne? Ja. Und war es sehr unangenehm? Der Lidstrich ja. Aber das Mikroblödung nicht. Nee? Nee. Das hast du locker flockig gemacht. Ja. Weil die blonden Härchen noch so ein bisschen abstehen. Mein Anastasia Beverly Hills Brow Gel in klar. Mal hier noch ein bisschen mehr machen. Dass du damit klarkommst, ey, krass. Weil das ist schon eine Nummer, muss ich sagen. Dass damit. Deine Augen, ey. Augen! Beruhige dich. Nicht. Das sind 2 Farben, Freunde. Genau. Na gut, 3 mit der hellen, die wir aufs komplette Lid getragen haben. Aber das ist ein Witz.
Und dann sieht es so geil aus. Bei mir ist das nicht so. Ich muss mir mindestens 8 Formen aufs Gesicht kloppen, dass ich ein bisschen noch was aussehen muss. Das ist, weil du so eine natürliche Schönheit bist. Oh. Kannst du auch mal kloppen. Max würde jetzt sagen, Komplimente annehmen. So, Freunde, jetzt nehmen wir Concealer. Und zwar nehme ich da meinen Becker. Aqua Luminous Perfecting Concealer. Und davon mache ich mir ein bisschen was auf den Handrücken und presse mir dann auch so ein bisschen was von dem Serum mit dazu, damit das nicht austrocknet und sich nicht so in die Fältchen verkriecht. Concealer mache ich bei meiner Mama nicht, weil sie wirklich nichts hat, was man abdecken müsste. Jetzt nehme ich mein Puder. Das ist schon 8 Jahre alt. Das ist von MAC. Das schimmelt auch schon, deshalb haben wir es der Mutter in der Larve. Das ist schon hier fast aufgebraucht, auf jeden Fall schon hit the pan. Ich habe jetzt hier keinen Puderpinsel. Ist aber gar nicht schlimm. Ich nehme das Puder heute noch gerne. Ich finde das super. Das ist, war mal gewesen... Diese von diesen Mineralize-Dingern. Und das trage ich jetzt nochmal schön auf. Vor allen Dingen hoch mal bitte gucken. Unter dem Concealer, um das Ganze schön zu setten, dass das auch schön... Und wisst ihr, was ich mache? Ich lasse die Stirn aus. Die Stirn kommt kein Puder. Und ich nehme auch nicht viel. Es geht hauptsächlich darum, dass uns das Rouge und das Konturprodukt dann nicht fleckig wird. Weiter mit dem Love Cosmetics Bronzer von meiner geliebten Hatice. Der ist super, super toll. Augen, das Ganze so ein bisschen zu verbinden, dass es nicht ganz so künstlich aussieht. Noch ein bisschen was auf den Nasenrücken. So, jetzt nehmen wir ein Rouge von Dior. Das ist die Farbe 676. Der passt natürlich mega gut zum Augen-Make-up. Und das Lustige ist, ich habe das schon mal in einem Family-Vlog gesagt. Einmal lächeln bitte. Bei meiner Mutti, guckt euch das mal an, sehen so Peach-Farben richtig geil aus und mir steht es überhaupt nicht. Dafür kann ich gut rosa. Und auch das verbinde ich so ein bisschen mit oben, dass das auch nicht so balkig aussieht. Und dann benutzen wir von Catrice aus der aktuellen LE, das ist die Glow Patrol, den Highlighter in der Farbe 03 Icon. Und weil ich hier keinen Highlighterpinsel habe und bei mir aber nicht genug Highlight sein kann, verwenden wir den Rougepinsel. Einfach Mutti nochmal lächeln. Und dann klopfe ich den Highlighter noch mal so ein bisschen ein. Und gebe den Rest davon, also ich gehe jetzt nicht noch mal in den Highlighter, auf die Nase und über die Lippe. Gebe davon noch so ein bisschen was
in den inneren Augenwinkel. Lipgloss. Der ist von Isadora. Multivitamin, bla bla blub. Der passt auf jeden Fall sehr, sehr gut zum Rouge. Mach mal ein bisschen über deine Lippen. Mal die Lippen etwas öffnen. Das war mal geil, wenn du das bei Douglas zu einer Kundin gesagt hast, öffnen Sie mal bitte etwas Ihre Lippen. Wo er noch am Weihnachtsmarkt der Fischbrodel gegessen hat, dann hat es den Jackpot. Ist aber auch fast alle, hä? Mhm. Das ist eine schöne Farbe, sehr, sehr natürlich. Dann spürt es mir auch. Nee, ich mache es jetzt. Die Kamera schluckt ein bisschen viel Rouge, also es ist schon, ich habe schon ordentlich Rouge drauf geklatscht. Und ja, ich finde es sehr, sehr schön. Mutti, was sagst du selber? Gefällst du dir? Ich gefallen mir sehr gut. Oder findest du es sehr ungewohnt oder findest du es gleich sofort geil? Sofort. Die Farben sind schön. Sind auch schön. Ich sehe aus wie Klatschmund. Ich schmink mich und ich habe keinen Bock, mich heute zu schminken. Jetzt richtig Lust, meine Mutti zu schminken. Ich hoffe, ihr habt es genossen. Ich hoffe, euch gefällt das Endergebnis genauso gut wie mir. Wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr uns einen Kommentar da lasst. Mhm. Ne? Und bedanken uns fürs Zusehen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüssilein und Knutschilein. Macht's gut, tschüss.